Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to the World 2 mit Sparta. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen verschnupft wirke oder ein bisschen kratzigen Hals habe. Ich war gerade krank. Oder also letzte Woche. Dementsprechend, sorry, wenn ich ein bisschen schniefe. Okay. Also, was geht ab? Wir sind jetzt hier Richtung, ja, überall Richtung Osten. Hier die wenigen, warte mal, hier die wenigen Sachen hole ich mir noch ab, die wenigen Gebiete. Genau. Die Frage ist ja, wie ich am schnellsten das mache. Also hier ist eine Fullstack. Ich glaube, zwei Fullstack-Armeen reichen hier völlig aus. Übrigens, mich wurde oder in den Kommentaren mal eine Frage, wie man diese Zeichnungen hier im Spiel und im in den Matches auch machen kann, in den Battles. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich finde auch einfach dieses Tutorial nicht mehr, wo das erklärt wurde. Es ist unglaublich einfach. Ich weiß noch grob, wie es ging, also weil diese Markierungen könnt ihr ja in den Replays machen, also benutzen, und man muss nur eine Datei öffnen, wo eben diese Befehle drin stehen. Und dann muss man bei Replays das da halt quasi aktivieren, dass es auf beides geht. Ich suche weiter, aber es ist wirklich an sich sehr einfach. Man muss nur das Richtige finden oder die richtige Bezeichnung. Kartenmarkierung, also unter Kartenmarkierung habe ich es auch nicht gefunden. Hab dann auch Pfeile, also unter Pfeile gesucht und ging alles nicht. Okay, das da ist der Anführer von den Gegnern jetzt, genau. So. Scheint eine interessante Schlacht hier zu werden. Schade nur, dass die hier rausgefahren sind, aber ich werde mal das kämpfen und ich werde unseren General an die vorderste Front stellen. Und ich hoffe, dass er stirbt. Ist natürlich sehr, sehr böse und so weiter, aber mei. Das muss er. Die Titanen, okay. Das muss er aushalten. Beziehungsweise ich hoffe nicht, dass er es aushält, weil ja. Die gegnerische Fraktion, Armee darf nicht zu stark werden. So. Okay, der hat mich hier hingestellt. An sich ist es total blöd, hier anzugreifen. Normalerweise greift man hier oben an. Weil hier dann der Platz am nächsten ist. Und meistens greift man hier an. Aber ich finde es gerade echt cool, wenn wir hier angreifen und nochmal eine innere, ja okay, eine innere Mauer von wegen, ist ja auch weg. Ja okay. Dann greifen wir mal vom typischen Platz an. So, hier die Bumser, die kommen dahin, die rammen den da. Dann
kommt hier eine nach da. Na komm, dreh dich. Ach, du kannst zwei Kilometer weit. Egal. Du fährst dann zu dem. Du. Ja, das Tor einzunehmen wäre auch ganz geil. Aber das machen wir wann anders. So. Genora kommt hier hin. Die da alle kommen auch hier hin. Die da kommen dahin. So. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, das könnte durchaus sein. Die gruppieren sich hinter dem General. Und hier geht ein bisschen näher hin. Ganz sicher steht ihr hier aber falsch. Ihr solltet hier das da drauf ballern. Und der hat jetzt wirklich keine Artillerie. Das ist ja irgendwie seltsam. Das ist ja seltsam. Okay, da hinten kommt die Verstärkung. Okay, Leinpanzerschwertkämpfer sind auch dabei. Die backen rum, das ist nicht gut. Aber okay. So, dann komm mal vor. Weil an sich ist es ja wurscht, weil nur der Turm schießt. Ich hatte echt damit gerechnet, dass hier alles voll gebunkert ist, aber naja, die KI, ne? So, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wenn Rome Total War 3 rauskommt, also sollte es mal rauskommen. Könnte natürlich auch sein, dass es erst irgendwie von den anderen eins rauskommt, so von Napoleon oder von den anderen halt, ne? Mann, was sind die? Also es gibt so viele. Also Medieval gibt's. Das wäre natürlich auch cool. Aber da habe ich ja auch gesehen, dass es da ein ähnliches Spiel gibt. Das sehr, sehr ähnlich ist und eben im Mittelalter spielt. Ich bin zwar, ganz ehrlich, ich bin eher der Freund von der Antiken, weil ich die Antike sehr viel krasser finde, ehrlich gesagt. Weil, also, was die da alles konnten, das ist echt heftig. Klar, die ganze. Da stehen ja noch ein paar. Klar, die ganzen. Entschuldigung, ihr kennt mich. Also, Micromanagement und irgendwas erzählen gleichzeitig, das ist ziemlich. Da bin ich sehr schlecht drin. So. Ihr stellt euch mal hier auf. Ihr stellt euch so auf. Okay.
Was wollte ich hier sagen? Also, ich wollte sagen, dass dafür, was die alles in der Antiken hatten, oder beziehungsweise was sie nicht hatten, sind die echt, also ja, vor allen Dingen in Richtung Kunst, in Richtung Fortschritt, die, also noch ein bisschen, und die hätten die Dampfmaschine erfunden. Beziehungsweise Dampfmaschine hatten sie schon, sie haben es halt noch nicht, sie haben es halt noch nicht, ja, kultiviert kann man dazu nicht sagen. Die haben es halt, das Potenzial von denen noch nicht entdeckt. Also was es in der Richtung Militär und so weiter bedeuten würde, das haben sie ja nicht, noch nicht entdeckt, aber ja, sie haben es halt für Zauber benutzt und für Bühnenshows und so weiter. Da gibt es tatsächlich einen YouTuber, das habe ich vor Jahren geschaut, also da war ich, glaube ich, noch in der Ausbildung, also in meiner ersten Ausbildung, und der hat tatsächlich ein ziemlich cooles Video drüber gemacht, was wäre passiert, wenn die Römer noch keine Ahnung, 100 Jahre länger normal erforschen hätten können und so weiter, also ohne die Bürgerkriege, ohne die Hunnen, die Völkerwanderung und so weiter. Die Hunnen wandern später als das Römische Reich schon in zwei große, ich sollte mich mal beeilen, bevor die Flotte kommt, dass ich hier reinkomme, bevor die Flotte kommt, das habe ich schon gesagt, aber das wäre viel krasser gewesen, wenn die eben ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten. Rom war ja so oder so ein sehr kriegerisches Volk, ist ja klar, Politik und so weiter, das war halt auch ihre Achillesferse, diese blöde diese Politik. Die haben noch Kavallerie, okay. Genau. Entschuldigung, ich sollte mit solchen Themen eigentlich immer erst anfangen, wenn ich auf der Karte bin und nicht gerade hier so kämpfe. Weil, ja, Multitasking ist überhaupt nicht mein Fall. So, ihr macht hier mal zu. Ihr macht hier zu. Ihr braucht hier Hilfe. Okay, ich gehe mal mit drei Spartanern hier hin. Was machst du denn da? So. Also, einer geht hier hin und die anderen gehen da. Gut. Cool. So. Was ich ja mit den. Ihr dürft ruhig schneller gehen. Alter. Da, das habe ich ja zum Beispiel jetzt gar nicht, da habe ich ja jetzt gar nicht aufgepasst. Das ist Stufe 3 kritische Söldnerbogenschützen. Als ob ich die einfach so da hätte sterben lassen, ne? Aber habe ich beinahe gemacht. Oh. Das sind Pikeniere. So, dann brauche ich hier mal Unterstützung. So.
Gut, und sobald ich halt die da habe, sind die anderen egal. Das war jetzt ein bisschen einfach leider. Die ganzen Bogenschützen. Komm mal hierher. So. Die sind weg. Wir haben einen Turm eingenommen. Sehr schön. So, ihr geht mal dahin, du gehst dahin. Ich kreis den jetzt mal ein. So. Dann haben wir es. Das da haben wir auch. Den General werden wir jetzt, glaube ich, nicht mehr töten können. Den werden wir, glaube ich, nicht mehr töten können. So, hä? Schießen die nicht? Aber jetzt hat okay. So. Die Frage ist natürlich auch, ist das so einer? Also ist das so ein Siegpunkt? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die dann, was machen die denn? So ein Siegpunkt, der, wenn ich die einnehme, dann hat der nur noch 2 Minuten Zeit, um zu so reagieren. Oder ist das ein normaler? Ich glaube, das ist ein großer. Also quasi, dann haben die irgendwie 2 Minuten noch Zeit. Ich glaube, das ist so einer. Ja, das ist fast klug, was ihr da macht. Ich weiß gerade nicht, was die machen, aber okay, dann greift halt an. So. Ich glaube, ich wieder zurück und alle anderen auch zurück. Nicht mehr schießen. Das ist jetzt ein 1v1 mit dem General. So, aber ihr dürft auf den schießen. Wobei. Ah, genau hier. So, General. Du bekommst tatsächlich noch alles, was du machen kannst. Ja, okay. Na gut, ihr dürft schon und doch schießen. Wieso sind die nicht in der Phalanx hier drin? Die sind doch narrisch. Zum Bau bereit!
die müssen leider jetzt tanken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, ehrlich? Zum Kampf! Krieg bereit! Alter. Ein bisschen... Töten Sie alle! Zum Kampf bereit! Strengt euch mal an. Bald unser sein. Und unser General überlebt. Und sie gewonnen. Nein, Alter, unser General. Ja, der war eins gegen die alle. Wieso überlebt er? Naja. Aber Hauptsache, wir bekommen Kyrene. Auch eine sehr historische Stadt. Eine sehr schöne Stadt, Zypern. Das für eine sehr interessante Schlacht. Aber ich glaube nicht, dass das uns was bringt, wenn wir eher gegen Zypern auch noch zu Felde ziehen. Gut, ich mache mich mal auf den Weg. Also nächste Runde dann. Auf dem Weg nach Britannia. Was machst du? Achso, gegen die. Okay. Du bist da gerade hin. Okay. Du bist da gerade hin. Okay. Mal 500 erste, ja. Ja. Haben wir mal kurz noch schnell, was der Feind macht. Und dann war es das schon wieder mit der Folge. Mein Volk mag keinen Luxus, doch Geld wird gebraucht. Ich bitte euch daher, uns eine gegen Summe zu geben. Geten. Die wollen da jetzt mitmischen, bis ich mit dem fertig. Also. Ja, naja, die wollen nur Geld. Also, was Großes machen die gar nicht. Okay. Cool. Das werde ich safe nicht schaffen. Wobei. Ne, ich habe nur eine Pikniers-Einheit. Gut, das machen wir aber trotzdem. Das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Habt eine tolle Woche und wir sehen uns das nächste Mal. Bye.